Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat sich in Österreich alles um die bevorstehende Nationalratswahl gedreht, die für unser Land durchaus schicksalhaft sein könnte. Laut Umfragen geht sich für die noch amtierende türkis-grüne Regierung keine Mehrheit mehr aus, weil beide Regierungsparteien überraschenderweise mit herben Verlusten gegenüber der Wahl 2019 rechnen müssen. Und weil sowohl der ÖVP als auch der SPÖ-Parteichef schon vor der Wahl eine Koalition mit dem wahrscheinlichen Wahlsieger ausgeschlossen haben, könnte, abgesehen von der provisorischen Staatsregierung im Jahr 1945, zum ersten Mal in der Zweiten Republik eine Dreierkoalition notwendig sein, um eine Regierungsmehrheit zu erlangen. Glaubt man politischen Kiebitzen, ist so eine Dreierkoalition auch bereits ausgemacht, inklusive Verteilung der einzelnen Ministerposten. Man will also quasi nach deutschem Vorbild eine Koalition der Verlierer bilden, um eine rechtskonservative Regierung der Wahlsieger zu verhindern. Offiziell spricht man dabei ja von einer Brandmauer gegen rechts und beteuert, die Demokratie verteidigen zu müssen. Posten und Macht spielen dabei selbstverständlich keine Rolle. Und bei uns auf der Insel der Seligen schon gar nicht. Um selbstlos die Demokratie zu verteidigen, soll es also eine Art Operettenstaat-Ampel aus ÖVP, SPÖ und NEOS geben. Den Grünen werden nach den mühsamen vergangenen Jahren eher schlechte Chancen dafür eingeräumt. Ich hatte zuletzt eine heftige Diskussion mit dem Thiel, weil ich ja vor einer Wahl traditionell keine parteipolitischen Wahlempfehlungen gebe. Aber der Thiel ist überzeugt, dass so viele Wähler wie noch nie noch völlig unschlüssig sind und geradezu nach einer Hilfe lechzen, wem sie denn nun ihre Stimme geben sollen. Also habe ich ihm versprochen, für die Unentschlossenen doch zarte Hinweise zu geben, wer ihre Interessen in den kommenden Jahren aus meiner Sicht am besten vertreten wird. Am leichtesten wird es diesmal ja für die potenziellen Wähler der schwarz-türkisen ÖVP. Deren Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer hat in den vergangenen Wochen am glaubhaftesten versprochen, was er alles tun würde, wenn er Kanzler wäre. Darüber hinaus kann der Kali auf eine Erfolgsbilanz aus den Jahren verweisen, in denen er schon einmal Kanzler gewesen ist. Auch wenn er diesen Erfolg natürlich mit seinen grünen Regierungspartnern teilen muss. Unter Nehammers Führung hat die türkis-grüne Bundesregierung Österreich in allen Belangen nach vorne katapultiert. Die Wirtschaft boomt, wir stehen beim Wirtschaftswachstum an der Spitze Europas und es gab noch nie so wenige Firmenpleiten wie heuer. Ich will, wie gesagt, keine definitive Wahlempfehlung abgeben, aber diese Erfolgsbilanz spricht schon für sich. An der natürlich auch die Grünen als kleinere Regierungspartei wesentlichen Anteil hatten. Mit den von ihnen durchgesetzten und noch geplanten Kirchensteuern für den angestrebten Klimagottesstaat, Stichwort CO2-Steuern, Erhöhung der Spritpreise, Verbot von Verbrennern und Öl- und Gasheizungen, haben sie ganz wesentlich zur Senkung der Inflation und Ankurbelung der Wirtschaft beigetragen. Und jetzt auch mit der Hochwasserkatastrophe zwei Wochen vor der Wahl noch einmal kräftig Aufwind bekommen. Die Qual der Wahl haben dieses Mal ja insbesondere die Linkswähler. Abgesehen von Kommunisten und Bierpartei ist ja die neue Retro-SPÖ eine echte Alternative zu den Grünen. Auch wenn das blassrote Parteiorgan erst diese Woche die Frage gestellt hat, ob Andreas Babler systematisch runtergeschrieben wird, gilt der Mundl aus Dreiskirchen manchen doch als Geheimfavorit. Die Grünen versucht er mit einer Forderung nach einem Klimastaatsanwalt zu überholen. Er verspricht Reichensteuern und eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Und wenn es jemand wagen sollte, danach zu fragen, wie er das alles finanzieren will, dann antwortet der Mundl pampig, diese Frage sei unmoralisch. Soweit also ein paar Gedankenstützen für einige auch vom Mainstream akzeptierte Parteien. Über die FPÖ möchte ich hier bewusst nicht sprechen.
Nicht aus realpolitischen Gründen, sondern weil ich endlich einmal mit dem Mainstream schwimmen und gerade mich als Rechtsextremer nicht schon wieder dem Vorwurf aussetzen möchte, ich würde die Wahl einer rechtsextremen Partei empfehlen. Zumal ja auch der Schmähhammer Kali im Staatsfunk gesagt hat, dass sich der Kickl-Herbert radikalisiert hat und Verschwörungstheorien verbreitet. An dieser Stelle möchte ich jetzt meine ideologischen Wahlempfehlungen beenden und mich bei jenen Österreichern, die via Mainstream zugeschaltet waren, für heute verabschieden. Viele Grüße aus Salzburg. Für alle anderen Österreicher, seien es Quer- und Selberdenker, Corona- und Klimaleugner, Putin-Versteher und andere Schwurbler, möchte ich jetzt aber noch an einige Sternstunden politischer Reden der vergangenen 4-5 Jahre erinnern und so eventuell auch eine kleine Wahlhilfe abgeben. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Ausgangsbeschränkungen ganztägig für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Wir werden in all unseren Kontrollmaßnahmen, die wir polizeilich durchzuführen haben, auch den 2G-Status kontrollieren, auch den Grund des Betretens des öffentlichen Raumes. Es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Wenn Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten in unseren Städten herumspazieren. Ich rede ja oft davon, dass die sehr willfährigen Putin-Gehilfen, vor allem von rechtsradikaler Seite in Europa, in Österreich halt die FPÖ, ich höre es auch von den Impfgegnern, das sind ja Volksverräter in meiner Meinung nach. Gleichzeitig ist aber auch jetzt schon klar, dass dieser Winter und Weihnachten für die Ungeimpften ungemütlich wird. Ja, soweit nur ein kurzer, aber unglaublicher Auszug aus den Politikerreden während der angeblichen Corona-Pandemie. Nicht zuletzt durch die Veröffentlichung der RKI-Protokolle wissen wir ja längst, dass die als Corona-Leugner diffamierten kritischen Bürger recht gehabt hatten und sich die angeblichen Verschwörungstheorien als wahr erwiesen haben. Die geleakten Protokolle des Robert-Koch-Instituts belegen, dass die Regierungen wussten, dass es keine Pandemie gegeben hat, dass die Kliniken nicht überlastet waren, dass die Sterblichkeit geringer war als bei einer normalen Grippe, dass die Maßnahmen nicht nur übertrieben und nutzlos, sondern schädlich und teilweise sogar tödlich waren und dass es definitiv keinen Grund für die willkürliche Aufhebung der Menschen- und Bürgerrechte gegeben hat. Auch in Österreich will bis heute niemand für die Impflügen und Schäden verantwortlich sein. Die vom Kanzler großspurig angekündigte Aufarbeitung hat bis heute nicht wirklich stattgefunden. Von einer Entschuldigung keine Spur. Stattdessen dreht sich das Impfkarussell munter weiter. Schon am kommenden Montag, dem 30. September, geht, wie immer die Wahl auch ausgeht, der elektronische Impfpass in Betrieb. Das wurde mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS erst kürzlich weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit beschlossen. Obwohl Datenschützer und viele Ärzte eindringlich davor warnen, feiert die Regierung und vor allem die Grünen es als Fortschritt, dass künftig digital überprüft werden kann, wer welche Impfung bekommen hat. Aber natürlich gebe ich Ihnen auch diese Information ausdrücklich ohne irgendeine Wahlempfehlung weiter. Der Thiel und ich, zwei alte weiße Männer, vertrauen darauf, dass sich die Menschen selber ein Bild machen können, gell?